Mich hat ein kleines Päckchen von Bettinas Keimbackstube erreicht und ich liebe ja das Lebensbaumzeichen. Also es ist schon mal sehr schön verpackt und ich bin gespannt, was mich drin erwartet. Eingepackt sind drei verschiedene Brote. Und zwar einmal das Keimtoast, dann ein Ayurveda-Brot und zu guter Letzt das Lebenskeimbrot. Im Shop gibt es sogar Früchtebrot, derzeitig das Winterfrüchtebrot. Und es gibt es wirklich zu jeder Jahreszeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und alles vegan. Wie cool ist das denn? Vielen, vielen Dank. Ich habe auch noch so Bockshorn-Kleesamen zum selber züchten bekommen für Bockshorn-Kleesprossen. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Vielen Dank. Hier seht ihr nochmal das Lebenskeimbrot. Dann das Keimtoast und das Ayurveda-Brot. Na, welches der drei Brote würdet ihr zuerst probieren wollen? Lebenskeimbrot einmal angeschnitten, es riecht richtig gut. Und das Ayurveda-Brot, das sieht auch so richtig weich und lecker aus mit ganz, ganz vielen Sonnenblumenkernen. Und es riecht auch so ein bisschen würzig. Kurz im Ofen aufgebacken und es ist mega weich und fluffig, glaube ich.